erkläre euch mal kurz, wie das bei uns läuft, wenn meine Mutter mich komplett veräppeln will. Ich bin heute von Feigen aus, von meiner alten Schule aus, nach Hause gelaufen, einfach weil ich Bewegung gebraucht habe. Und Feigen bis Vogelsang sind so ungefähr 10, 15 Kilometer. Und kaum bin ich zu Hause, kriege ich einen Anruf von meiner Mutter. Sie würde gerne mit mir essen gehen, und zwar am Marienplatz. Das sind ungefähr 2/3 der Strecke, die ich gerade nach Hause gelaufen bin. Fazit, ich soll von den 10 Kilometern, die ich gerade gelaufen bin, 7 wieder zurücklaufen. Ja, ich habe erstmal gedacht, Mom hat es natürlich nicht verstanden und gesagt, nee. Also vor 3 Stunden hätte ich es ja noch gesagt, gemacht, aber nee, du. Und dann sie so, ja, warum denn? Ist doch nicht schlimm, ist ja nicht weit. Ist Mama, ich bin von Feigen gerade nach Hause gelaufen. Und dann sie so, ja, und jetzt läufst du halt 2/3 zurück. Ich so, Mama, ich bin 3 Stunden gelaufen. Ja, guck dir mal deine Hand an. 5 ist nicht so viel mehr als 3. Abends um 6. Ich habe höflich abgesagt, aufgelegt und ihr geschrieben, dass ich sie liebe, aber nicht weiß, warum. Nee, habe ich nicht, aber ich habe ihr nett gesagt, dass ich jetzt nicht mehr zurücklaufen werde. Ja. Ich dachte, ihr wollt mal so eine Spasti-Geschichte hören. Deswegen, ja, so ist mein Leben ständig. Tschüss.